Aufreger der Woche ist die SPD. Die ist ja schon kopflos und jetzt kommen auch noch kopflose Vorschläge vom Ein-Drittel-Interimschef, Thorsten-Chef Gümbel. Der will nämlich jetzt einen bundesweiten Mietendeckel einführen, damit auch mit Union reden. Ich kann nur sagen, das endet in der Katastrophe. Ein bundesweiter Mietendeckel bedeutet nichts anderes, als dass ganz, ganz viele Investoren nicht mehr in Deutschland investieren werden. Und so wird die Wohnungsnot sicher nicht besser, sondern sie wird sich verschlimmern. Der Gewinner der Woche ist eigentlich 5G. Endlich! Die 5G-Auktion ist vorbei. Auch Deutschland kriegt jetzt die modernste Mobilfunktechnologie. Ich will nicht jammern, es hätte billiger gehen können, viel besser gehen können. Andere Länder haben das alles viel effizienter durchgezogen. Aber immerhin, 5G kommt jetzt auch in Deutschland und wir sind gespannt, wo zuerst. Ja, wir kennen alle die Klischees über Italien. Mafia, Steuerbetrug, hier Verbrechen, da angeblich Larifari, ein Staat, der angeblich nicht funktioniert, alle überschuldet etc. Vieles davon ist schlicht Blödsinn. Unser Politikredakteur Christian Ramtum war nämlich in Italien und hat sich mal angeguckt, wie italienische Finanzbehörden jetzt Umsatzsteuerbetrüger jagen. Und da kann man nur sagen, sie machen es deutlich effizienter und viel digitaler als ihre deutschen Kollegen. Und schätzungsweise werden es die Italiener sein, die den Umsatzsteuerbetrug ausrotten und nicht die Deutschen.